einem Pressegespräch am 17. Mai präsentierte die Stadt Naumburg zusammen mit der Deutschen Stadt- und Grundstücksentwicklungs GmbH Weimar, der GWG Wohnungsgesellschaft Naumburg, der Lebenshilfe Naumburg, dem Naumburger Bürgerverein und dem Naumburger Umweltladen e.V. drei Objekte, die von Interessierten im Rahmen des Tages der Städtebauförderung besichtigt werden können. Ja, wir werden jetzt am kommenden Wochenende, insbesondere am Samstag, den Start des Tages der Städtebauförderung haben. Letztes Jahr hat er ja erstmalig stattgefunden. Das ist auf Initiative der zuständigen Bundesministerien. Führen wir das hier auch in Sachsen-Anhalt durch. Und hier geht es ganz einfach mal darum, aufzuzeigen, was mit der Städtebauförderung nach Baugesetzbuch des Bundes passiert in so einer Stadt, wie vielfältig Städtebauförderung ist und was erreicht wird, beziehungsweise was wir an zusätzlichen Zielen noch haben. Also wir zeigen zwei Projekte, die abgeschlossen sind, die fast fertiggestellt worden sind, aber auch ein Projekt, was mitten in der Entwicklung ist und wo das Ende noch offen ist. Fertiggestellt ist die Neubebauung der Jakobsgasse. Die GWG Wohnungsbaugesellschaft Naumburg hat 37 Wohneinheiten im Zentrum der Stadt errichtet. Es ist ein sehr modernes Wohnprojekt, was voll vermietet ist und was also einen städtebaulichen Missstand in der Altstadt weggenommen hat. Auch das Architektur- und Umwelthaus ist dabei, ein Projekt des Naumburger Bürgervereins, zusammen mit der Stadt und der Lebenshilfe Naumburg. Das werden wir aufzeigen, wie lange diese Entwicklung gedauert hat. Es ging im Jahr 2004 los. 2008 wurde das Projekt scharf geschaltet und ist jetzt vor gar nicht so langer Zeit abgeschlossen worden. Anders sieht die Situation beim Objekt zu den drei Schwanen aus. Hier ist noch einiges zu tun. Man fängt an, sieht zu, dass man die wesentlichen Missstände herausnimmt und entwickelt ein Projekt und entscheidet dann, ob es ein öffentliches Projekt werden muss oder ob es auch ein Projekt für einen Privaten ist, der Interesse an so einer Liegenschaft hat. Dann müssen wir aufzeigen, was kann man dort eigentlich machen, also welche Nutzungen sind dort möglich. Kann ich Anbauten anbringen? Habe ich Neubaupotenziale auf dem Gelände? Was kann ich mit dem historischen Altbau machen? Welche Rolle spielt die Denkmalpflege, die in diesem Objekt eine sehr große Rolle spielt? Das kann man schon sagen. All das muss geklärt werden, um es einem Interessenten aufzuzeigen und mit ihm gemeinsam ein Projekt zu entwickeln. Die Stadt möchte gern private Investoren im Boot haben, die hauptverantwortlich und unterstützt durch Fördermittel aus alt wieder neu machen. In einigen Fällen hatte die Stadt aber schon frühzeitig vom Verfall bedrohte Objekte übernommen, um die Entwicklung voranzutreiben. In Naumburg gibt es allerdings noch einige Häuser, die schon wesentlich bessere Tage gesehen haben. Ja, das ist immer, also Stadtentwicklung ist nie abgeschlossen. Also auch nach 25 Jahren Stadtsanierung haben wir noch einige Felder, wo wir was tun müssen. Das ist aber auch vollkommen normal. Und ich denke, Naumburg hat sich gut entwickelt im Bereich Stadtsanierung. Wir haben aber offene Baustellen, die müssen wir weiter angehen und jetzt systematisch auch versuchen, die passenden Nutzungen zu finden. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir für viele Gebäude, die wir heute haben, die früher mal gebaut worden sind für eine ganz bestimmte Nutzung, diese Nutzung heute nicht mehr haben. Da müssen wir sehen, welche Möglichkeiten wir haben, Interessenten zu finden, die die Nutzung für diese Gebäude haben und denen gemeinsam ein Projekt zu entwickeln. Der Tag der Städtebauförderung ist eine bundesweite Veranstaltung. Über 500 Städte und Gemeinden nehmen am 21. Mai daran teil. Im vergangenen Jahr zog dies über 100.000 Besucher an.